Hallo und willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed 4. Ich habe gemerkt, ich habe die Maya-Montur noch nicht. Dann wird es mal Zeit, dass ich die mir abhole. Denn wir haben ja die Maya-Steine alle gesammelt. Und ja, wir haben sie noch nicht abgeholt. Ist mein Mikrofon auf einmal so leise oder irre ich mich? Wartet mal. Ich guck mal eben nach. So. Ah, schon viel besser. Sorry, Leute. Kleiner Fehler meinerseits. Da frage ich mal, Spitfire, hat man mich denn gut gehört? Vorhin. Wann denn? Im Aufnahme vom letzten Let's Play, was wir zusammen gemacht haben. Sehr gut, oder? Eine Internetverbindung entsprechend, ja. Okay. Also er sagt, es ist gut gewesen. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn gehört habe. Ja. Also die Maya-Montur haben wir noch nicht. Das sieht man daran. Also das Zeichen ist ja noch da. Und oh, bam! Ab ins Wasser. Der kommt da nicht hoch. Was bin ich denn für ein Idiot? So. Ihr habt's gehört, ich habe mich selbst als Idiot beschimpft. So, und ich will die Maya-Montur haben. Die Maya-Montur ist irgendwo da hinten. Sehen wir, ich bin ein bisschen zu niedrig oder zu hoch oder. Scheiße, die ist unter mir. Oh nö, ne? Ich bin doch ein Idiot. Nochmal ins Nass. Oh, pff, Kopf am Stein angeschlagen. Wir verbluten. So. Irgendwo hier war die Öffnung. Also irgendwo muss man ja hier reinkommen. Hey, ich wollte da nicht rein. Ah ja, jetzt sind wir hier. Jetzt wird's dunkel, das heißt, wir sind in der Nähe. So, und hier. Jetzt können wir endlich alle Steine reintun. Und die Maya-Montur ist richtig geil. Grabräuber. Her damit. Verliehen für den Abschluss der Aktivität an der Maya-Stelle. Der Legende nach wurde diese Maya-Montur mit Hilfe von Materialien der ersten Zivilisation angefertigt und kann Geschosse aus Metall ablenken. Och, wie geil ist das denn? Die ziehe ich für immer an. Kann kommen, wer will. So sieht ein Maya-Krieger aus. Ein bisschen modern. Total moderner Assassine sieht das aus. Treten wir mal ins Licht. Sieht nämlich so ein bisschen metallischer aus und so. Wirklich genial. Haben wir keine Kapuze dafür? Sag mir nicht keine Kapuze. Wenn er wieder seine Kapuze, seine imaginäre aufsetzt, dann viel Spaß. So, wo ist die Mission? Die letzte dieser Sequenz müsste es sein. Dann machen wir den Typen einfach platt. Denke ich mal. Ich bin mal gespannt, was passiert, aber ich sehe hier nirgendwo. Okay. Sprich, wir müssen dahin. Ach, ich gehe einfach jetzt irgendwo hier mal hin. Sagen wir mal hier. Dann müsste ich es auch sehen, wo ich hin muss. Wo ich hinreisen muss. Also, es ist
schon kompliziert gemacht. Noch ein kleines Bierchen für zwischendurch. Ich trinke zwar kein richtiges Bier, sondern nur Malzbier, aber das ist ja auch egal. Ich vertrag das Zeug einfach nicht. Und Spitfire versteckt den ganzen anderen das andere Bier, was natürlich Alkohol enthält. So. Warum dauert das so lang? Oh. Ah. Okay. Dann gehe ich zu meiner Festung. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich schon vorhin dahin gegangen. Und von der Festung aus gehen wir zur Hauptmission. Und dann denke ich mal, werden wir ordentlich Stress machen und mal sehen, was dann passiert. Es gibt ja noch ein DLC, was ich erst nächsten Monat kaufe. Für euch wird das wahrscheinlich schon morgen sein. Spitfires Laptop hört sich komisch an. Aber das ist mir egal. Hi, die Armada. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Dein Ernst. An den vorbeisegeln. Ja, nee, ist klar. Ja. Oh Mann, das ist so schlimm. Wir sind jetzt in gelbem Gebiet. Oh, Kriegsschiffe. Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Spanische Flagge! Nur das eine Schiff! Das ist ein Schiff. Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ihre Schwachstelle ist aufgesetzt! Ich mach den jetzt platt. Das ist für nur einer. Alter, zum Entern Kreis gedrückt halten und den Entern war jetzt. Das heißt, in dem Moment kann man uns angreifen, so viel man will. Ich warte mal, bis wir näher dran sind, obwohl ich glaube, die Drehbassen, das ist keine so gute Idee. Kriege ich die damit? Jawohl! So, die Crew haben wir auch ein bisschen getötet. Jetzt muss ich noch eine Flagge zerstören. So, komm her! Wenn du Stress haben willst. Hier und zack, tschüss. Du auch. Alter. Einer nach dem anderen, ja? So, ich habe einen von meiner Crew verloren. Ah ne, das mache ich lieber, wenn ich schon alle hab. So, tschüss, lern schwimmen, Jung. Au. So, den mache ich fertig und den mache ich auch gleich kalt. Au, und der haut mir voll eins über. So. So. Alter. Du Drecksack, das machst du nicht nochmal. Und tschüss. Ach komm. Den sehe ich oben. Den 20. Ah, nicht wieder hoch. Alter, Drecksack.
Yay! Wuhu! Wuhu! Den habe ich ja übelst ein FU verpasst. Echt genial. Einfach mal so John Cena-like den Gegner weggeschleudert. Das Kriegsschiff will ich haben. So, und es ist unser Kriegsschiff jetzt. Das tue ich in meiner Flotte. Ich kann gerne mal Ersatz gebrauchen. Wow. Also da haben wir ordentlich was bekommen. Zack, ab in unsere Flotte, mein Freund. Aber wir haben, glaube ich, noch einen Gegner. Ein schöner wir können die Mission sofort starten. Immerhin etwas. Okay. Da bin ich mal gespannt, auf was für eine Mission ich mich da eingelassen habe. Ich frage mich sowieso, was jetzt noch alles passieren kann. Ist ja nur noch einer, und zwar der alte Sack. Und dann bin ich mal gespannt. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Hornigon. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich. Und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Okay, gefangene Hüter befreien. 7 Stück. Das heißt, ich muss hier einen auf Lebensretter noch machen. Erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Oh. Nein, sie sind hier. Wir haben eine Kollegin, die mitkämpft, wenn es drauf ankommt. Ah ja, die nehme ich. Okay. Dann mal gucken. Hier war ich auch noch nie. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Doch, das war das Observatorium-Dings. Stimmt. Hier war's mit dem Observatorium. Soldaten da vorne. Was sollen wir tun?